Und jetzt würde ich sagen, nehmen wir den Second-Hand-Shop plus dann auch wiederum den zweiten Flohmarkt einmal. Ja. Also die Flohmarktausbeute sozusagen nehmen wir einfach zusammen. Da habe ich nämlich den ein oder anderen oder das ein oder andere mitgenommen. Unter anderem, weil wir gerade eben dabei sind, habe ich hier dieses Spiel hier gerade eben verlost. Super Mario Galaxy. Super Mario Galaxy. Galaxy für Nintendo Wii. Super Mario Galaxy können wir ja kurz gucken. Also wir vergleichen ja immer, ne? Wie viel ist es wert? Für wie viel kann man es verkaufen? Wir sind ja Reseller, Schrägstrich auch Sammler. Ne? Ich schätze schon, dass jeder Reseller auch eine Sammlung hat nebenbei. Und ist ja alles nichts Verwerfliches dran. Ja, so eine Nintendo Selects-Variante geht so circa, würde man sagen, für 14 bis 16 Euro weg. Vielleicht gibt es auch mal Ausnahmen für bis zu 20 Euro. Ja, aber 14 bis 16 Euro ist dieses Spiel wert. Okay, dann, weil es so schön ist, habe ich heute auch, also halt die Preise, die draufstehen, haben nicht gestimmt. Dann auf einmal hatten sie einen Mario Party 8. Da ist die Folie leider so ein bisschen also sieht so aus, als hätte da jemand mit einem Stift drauf rumgetrommelt. Ist nicht so geil. Ich werde es einfach austauschen. Ne? Also die Hülle sozusagen austauschen, damit ich eine schöne habe. Hier auch richtig geil. Auch mit Anleitung und Co. Mario Party 8. Und ein Mario Kart Wii. Und hier auch das Coole daran. Ja, okay, gut. Wir haben hier jetzt... Ich weiß nicht, ob das direkt die Anleitung ist. Ich glaube aber mal nicht. Das sind so die Beiblätter, Beihefte. Was, Digga? Jo. Und dieses ganze Bundle, was ich euch jetzt zeige, hat mich 30 Euro gekostet. Darunter hatten wir jetzt den Super Mario Galaxy für die Nintendo Wii. Habe ich ja jetzt verlost. Aber dennoch ist es meiner Meinung nach ein guter Preis. No. Ist schon ein schöner Schnapp. Dann hat man ja Super, ne, warte mal. Mario Party 8 für die Wii. Schauen wir mal rein, was das wert ist. Hier neu sonstige 20. 18. Würde man auch sagen, so. Ach, hier sogar auch mal für 24. Also, ich würde mal so schätzen, zwischen. Ja, so zwischen 18 und sogar 25 Euro ist alles mit dabei. Also 18 bis 25 Euro haben wir eine Preisspanne von 7 Euro, ist glaube ich in Ordnung. Und jo, geht auf jeden Fall auch fit. Meines Erachtens. So, und Mario Kart Wii. So ein Klassiker. Geht eigentlich auch immer. Kann man Pi mal Daumen einen 20 ansetzen. Ja, muss man halt gucken, ne? Ich würde es jetzt nicht privat verkaufen, weil ich gewerblicher Händler bin. Oha, sogar auch mal für 26 Euro. 23 Euro. Okay, sogar über. Oha, sogar fast 30 Euro, ne? Das ist auf jeden Fall... schmackhaftig. Hatte ich so mit 20 Euro, ne? Immer in Erinnerung. Man müsste das so vorstellen, die ganzen... Also ich habe ja 30 Euro für das ganze Bundle bezahlt. Ich sag mal Mario Kart und Mario Party 8. Wenn ich die zwei Dinger verkaufe, habe ich die 30 Euro drinnen. Super Mario Galaxy habe ich jetzt gerade eben weggeschenkt. Oder halt per Giveaway an euch verlost. Und der Rest vom Fest ist for free. Ich weiß nur nicht, wo ich das hinlegen soll. Nicht, dass ich denke, dass ich das dann verlos. Okay, ich lasse es einfach mal da liegen. Dann hatten wir halt auch solche Klassiker. Ja, muss mal gucken, ob ihr da drauf Bock habt. Ich habe auch ein paar Gläser mitgenommen wieder. So halt Frustkäufe. Ne? Frustkäufe, wo ich weiß, okay, die gehen trotzdem ganz gut weg. Gläser und Tassen gehen zur Winterzeit besser weg. Kann ich euch sagen,
wenn ihr jetzt Gläser im großen Stil einkauft und euch wundert, warum der Fasser so eine Scheiße erzählt, weil er sie nicht losbekommt, wir haben Sommer. Ja, da kauft sich keiner eine Tasse. Oder, obwohl Gläser kommt immer so ein bisschen drauf an. So Longdrink-Gläser gehen richtig gut jetzt im Sommer. Ist ja klar. Ne? Aber Tassen, wo man eher so Glühwein, Tee und sowas trinkt, gehen meiner Meinung nach besser im Winter. So, genau, können wir uns mal kurz angucken. Also die zwei Tassen zum Beispiel sind McCafé-Tassen aus dem Jahre 2008. Die würde ich bundeln, beziehungsweise kann man auch ein Variantenlisting machen. So eine Tasse geht für einen Zehner weg, also 9,99. Oha, Geek-Syndrom, vielen, vielen Dank für dein Prime-Abo im 7. Monat. Ehre geht auf jeden Fall raus, hat man hier alle für Geek-Syndrom Ehre in den Chat. Endlich wieder Zugang zum Twitch-Konto. Echt, wurdest du gesperrt? Es gibt ja jetzt was ganz Neues. Jeder Sub kommt bei mir auf die Wand. Dann machen wir das gleich mal. Ach, so langsam aber sicher, ne? Ich sag's euch, wie es ist. So langsam aber sicher. Obwohl, hier passt noch hin. Geek-Syndrom. Upsa. Jawollo. So. Geek-Syndrom. Da oben stehst du. Über dem E. Sehr, sehr wild, oder? Schaut mal an, wie krass das doch aussieht. Ich find's echt geil. Ich find's nice. Passt. Wackelt und hat Luft. Ehre, Ehre, Ehre. Genau. Vielen, vielen Dank, mein Lieber. Kannst du mal reinschreiben, wenn du Bock hast, musst du aber nicht unbedingt. Warum? McCafé-Tasse 2008, also wir haben halt hier eine in grün und eine in rot. Da kann man zweierlei Varianten machen. Entweder du machst es als Bundle oder aber auch nicht. Verkaufst du einzeln, so für 9,99, da bleiben so 3-4 Euro übrig. Ich meine, so eine Tasse habe ich für 50 Cent eingekauft. Oder hier. Sowas. Das ist auch geil. Oder hier zwei Tassen für 17 Euro. Ist auch geil. Sparst du dir einmal Versand. Oder hier vier Tassen, also unterschiedliche Farben. 30 Euro. Geil. Also dauert auf jeden Fall ein bisschen, bis man die zusammen hat. Vor allem alle unterschiedlichen Farben. Kann man machen. Muss man aber nicht. Mache ich aber trotzdem. Weil aus 50 Cent 4 Euro zu machen oder so nach Abzügen aller Gebühren ist meiner Meinung nach schon eine geile Gewinnmarge. So, dann haben wir die. Dann habe ich hier einen Klassiker. Warum tut denn das so weh, ey? Ich habe hier schon wieder so einen Knoten, der wahrscheinlich rausgeschnitten werden muss. Inklusive Unterarm. So, take it easy. Oh, scheiße, da steht Heike drauf. Take it easy, Heike. Gibt's hier jemanden im Chat, gibt's hier jemanden im Chat, der Heike heißt? Die Heike heißt? Eine Diddle-Tasse mit einem Namen? Ja, das wird wahrscheinlich auch ein bisschen dauern. Diddle Heike. Ja, gibt's glaube ich auch, gibt's da Angebote zu? Ja, Privatbecher von Heike, 16,99. Ist ein Wort, ne? Diddle-Tasse Heike. Zack. Dann habe ich hier solche richtig fetten Dinger mitgenommen. Von der Fußball-Nationalmannschaft. Fand ich ganz cool. Sehr massiv, sehr groß, ne? Ist von 2005 und von POS. Ne? Fand ich echt chillig. Es gibt Fußballfans auf jeden Fall. Schätze ich mal so. Roundabout. DFB 2005 POS. Da haben wir hier dann. Haben wir hier solche fetten. Nee. Solche fetten Tassen.
Der Retro Rex hat da zum Beispiel auch was im Angebot. Ja, aber diese ganz, ganz großen Tassen leider nicht. Müssen wir mal gucken. 9,99, wenn da so 3, 4 Euro übrig bleiben, ist meiner Meinung nach geil. Bei Tassen und Gläsern gehst du auf Masse. Ja, geht man einfach auf Masse. So, das war jetzt ein Teil vom Secondhand Shop. Ich war schon mega glücklich, dass ich da die drei Mario-Titel da gefunden habe. Dann meiner Meinung nach auch sehr, sehr interessant. Schaut mal an, wir haben hier ein M&M's. Kein Eis, zum Glück, weil das wäre schon übelst im Eimer, sondern M&M's Kopfhörer. Richtig cool. Not for sale. Das habe ich euch vorhin schon erklärt, warum das Not for sale wahrscheinlich draufsteht. Aus dem Jahre 2017. Können wir mal gucken. Muss halt natürlich auch schauen, funktioniert das Teil. Das macht dann aber der Mitarbeiter. Habe ich keinen Bock drauf, das zu testen. M&M's bei Yellow. Okay, gibt es nicht. So, Handy gewechselt. Ah, okay. Ja, wild. Okay, gibt's jetzt. Oh, okay. Ja, gibt's jetzt irgendwie so jetzt nicht. Ich gebe mal kurz den EAN ein. Oder beziehungsweise kann ich den ja auch einscannen. Wo ist denn eigentlich mein Scanner? Hä? Wo ist der? Wo ist mein Scanner? Finde ich gerade eben nicht. Gibt es tatsächlich gar nicht, ne? Ups. Gibt es echt nicht. Ja, weiß ich nicht. Was würdet ihr dafür ansetzen? Was, so viel? Okay. Naja, ich schätze mal. Ahnung. 15 bis 20 Euro würde ich mal ansetzen und runtergehen kann man immer noch. Ist halt cool. Steht halt auch vor allem drauf, not for sale. Kann ein Werbegeschenk oder sonst was irgendwie promomäßiges gewesen sein. Schmeckt. Sieht eigentlich aus. Mit der App scannen könnte man gegebenenfalls auch, ja. Aber auf dem PC ist immer chilliger mit Scanner. Ach ja. Da ist er. Okay. Dann. Plüschtier. Einen Haribo Goldbären. Leider ohne Tag. Aber man erkennt es auf jeden Fall, dass das ein Haribo Goldbär ist. Haribo Goldbär Plüsch. Da gibt es unterschiedliche Sachen. Hier. Brandneu. Angeblich. Ach ja, hier. Ach, schade, dass ich nicht. Fuck, schade, dass ich nicht den Tag mit dran habe. Ohne Tag ist es ein bisschen schwierig. Schätze ich mal, kriege ich so circa. Ja, so 14,99 werde ich mal ansetzen. Aber ihr seht hier, guck mal, die Teile, die gehen trotzdem ganz gut. Hier dann auch nochmal 19,95, so 20. Das ist unglaublich geil. Unglaublich geil. Versucht das nicht zu dumpen. Versucht gescheite Preise zu bekommen, wie zum Beispiel hier 24,99. Oder hier auch fast 30 Euro inklusive Versand für einen Haribo Plüschbären. Geistesgegenwärtig, Freunde. Also, das ist. Sehr, sehr schön. Dann haben wir hier auch noch einen Schlumpf. Habe ich im Secondhand Shop auch mitgenommen. Der ist aus dem Jahre 2012, also relativ frisch.
frisch. Hier auch mit Tech. Und da eigentlich könnte ich das hier gleich wieder einpacken, ne? Kein Bock, das ewig da hin und her zu eiern. So, das muss ich dann auf jeden Fall mal wegtun. Langsam. Genau, also gerade eben den Schlumpf. Schlumpf 2012 Plüsch. Ja, bringt jetzt nicht so viel. Die haben wir auch für 12 Euro vielleicht. Ansonsten sieht man ja eher so 11 Euro. Inklusive Versand. Spiel, Spaß und Sucht zu Hause. Spiel und Spaß sucht zu Hause. Ach so. Ich habe gedacht, das heißt Sucht. Das wäre schlecht gewesen. So ein Kindershop. Irgendwas mit Sucht drinnen. Plüschig sind manchmal echt wild übelst. Na? Deswegen nehme ich da so viele auch mit immer.